Die Heinkelmauer am Werftdreieck ist tief in Rostocks Geschichte verwurzelt. Sie ist eines der letzten Überbleibsel aus der Luftfahrtära der Hansestadt. Die rund 80 Meter lange Wand steht seit 1993 unter Denkmalschutz. Das marode Mauerwerk drohte auf die Straßenbahnlinie vor ihr zu zerfallen und wird deshalb seit 2014 von einem Gerüst stabilisiert. Das soll nicht die endgültige Lösung sein. Denn nun wurde beschlossen, die Mauer abzureißen und ein Stück Rostocker Geschichte zu beenden. Am 1. Dezember 1922 wurden die Werke vom Luftfahrtingenieur Ernst Heinkel in Warnemünde gegründet. In den Anfangsjahren konzentrierte sich der Konzern zunächst auf den Bau von Wasserflugzeugen. Durch innovative Detaillösungen und einem Sieg bei einem internationalen Sportflugwettbewerb schaffte es das Unternehmen, die Blicke der Fachwelt auf sich zu richten. Mit ihren Erfindungen setzten die Heinkel-Werke neue Maßstäbe in der Luftfahrt. Sie bauten Katapultanlagen für Seeschiffe. Damit war es für Flugzeuge möglich, mit einer extrem kurzen Startbahn abzuheben. Weitere Innovationen? Das erste Düsenflugzeug und der erste Schleudersitz. Die Leiterin des Schiffbau- und Schifffahrtsmuseums Rostock, Frau Dr. Katrin Möller, kennt die Bedeutung der Werke für Rostock und hat eine eigene Vorstellung für ein Heinkel-Denkmal. Wenn man so schaut, wie sich die Werke entwickeln, von Gründungszeit Anfang 20er bis so Anfang 30er Jahre, also bevor der große Rüstungswahn losging, dann ist das eine kontinuierliche Aufwärtsentwicklung. Es ist auch erster Zuzug nach Rostock von, sag ich mal, gut ausgebildeten Leuten. Also da gibt es sehr viele positive Aspekte, was so die rein wirtschaftliche Seite betrifft. Mit Beginn des Krieges hatten die ein großes Beschäftigungsproblem, weil sehr viele junge Leute, die gerade ausgebildet waren, natürlich eingezogen wurden und Arbeitskräfte gebraucht wurden. Und dann war auch Heinkel auch sehr schnell dabei, dass er ganz gezielt angefragt hat, also wir brauchen Arbeitskräfte und natürlich nehmen wir gern aus dem Reservoir der Kriegsgefangenen, aber auch aus den Konzentrationslagern. Also wenn es da auch mal ein Konzept gibt, dass man sagt, all die Orte, die mit dem Namen Heinkel verbunden sind, dieses Pro und Contra, positiv und negativ dieser besonderen Geschichte spiegelt, dass wir diese Orte tatsächlich auch zum Sprechen mal bringen. Die städtische Wohnungsgesellschaft Viro hat 2014 das sogenannte Werftdreieck erworben, auf dem die Heinkelmauer steht. Konkrete Pläne zur Bebauung des Grundstückes liegen bereits vor. Der Pressesprecher der Viro, Carsten Kleen, stuft das Konzept als positiv für die Stadtentwicklung ein. 750 Wohnungen planen wir dort zusammen mit Architekten und dazu ein Park. Der Keimmühlengraben soll wieder nach oben gelegt werden, zwei Parkgaragen werden entstehen, also ein richtiges Stück Stadt. Es gibt einen ersten Entwurf von unseren Architekten, die sich dort eine Stelenreihe vorstellen könnte in der Dimension der historischen Heinkelwand, also große Stahlstelen aus so rostig wirkendem Stahl, in denen unten Schaukästen, Vitrinen oder dergleichen mehr sein könnten. Das ist ein erster Vorschlag. Natürlich kann man alles immer auch irgendwie erhalten, aber dann würde ein Plagiat dort stehen, komplett aus neuen Steinen, was nur die Dimension dieser Wand hätte. Das würde wenig Sinn machen, viel Geld kosten, zu viel Geld. Wir denken, das können wir besser an anderer Stelle einsetzen und finden mit einem solchen Konzept, wo dann auch eine Ausstellung möglich ist, sind wir viel weiter, viel besser vorne dran. Dass auf dem Werftdreieck ein neues Wohngebiet entstehen soll, steht fest. Der konkrete Umgang mit dem historischen Erbe der Heinkel-Werke aber noch nicht. Für die Heinkelmauer ist nur gewiss, dass sie 2018 abgerissen wird und somit ein Zeitzeuge der Rostocker Geschichte für immer verloren geht.